Mitglied der Gesellschaft bleiben und wird sich auch weiter mit dem Thema beschäftigen. Ja, aber, also wie gesagt, das ist dann natürlich auch noch abhängig vom Charakter. Also, der ich eine total ist... total vergessen, was ich wollte, ey. Der eine ist viel Charakter so, stärker, der andere ist viel Charakter schwächer. Mhm. Aber auf jeden Fall, und ich glaube, da sind wir uns einig, beeinflusst es. Ja. Und das kann man nicht verhindern. Es gibt immer Dinge, die einen beeinflussen. Sei es die Medien, sei es die Eltern, sei es Freunde, sei es einfach das Umfeld. Und ich glaube, auch wenn man sich sagt, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, hat man sich indirekt schon beeinflussen lassen, weil man ja drüber nachdenkt. Aber es muss nichts Negatives sein. Das will ich damit nicht sagen. Also es ist nicht immer nur was Negatives, wenn man sich beeinflussen lässt. Man muss nur versuchen, den richtigen Weg für einen damit zu gehen, sozusagen. Wobei ich jetzt mal die Behauptung aufstellen würde, würdest du vollkommen unbeeinflusst aufwachsen? Also eine völlig unbeeinflusste Selbstständigkeit entwickeln, so einen unbeeinflussten Geist haben. Dir wäre alles scheißegal. Weil es dann eigentlich nur noch um dich geht. Es geht dann nur noch um dich und um dein Überleben. Aber demnach wäre dir alles andere drumherum scheißegal. Ich könnte doch total sozial sein und mich trotzdem nicht beeinflussen lassen, indem ich einfach immer sozial bin. Und weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich glaube, dann kommen wir jetzt schon wieder in dieses ganz linke Spektrum, wo die Leute dann, weißt du, mit Fähnchen am Bahnhof stehen und Flüchtlinge bejubeln. Ja. Also den Mittelweg heutzutage einzuschlagen ist sehr schwer. Bis fast unmöglich. Es gibt gar keinen Mittelweg mehr. Eben. Doch, vielleicht gibt es so ein paar Leute, die das noch geschafft haben, aber die werden zusehen, dass sie nicht mit der Gesellschaft wirklich viel zu tun haben, weil sie genau wissen, in welche Richtung das dann laufen würde. Also ich glaube, dass die große Masse auf jeden Fall einen Mittelweg will. Dass es aber in den Medien nicht so etabliert ist. Und dass sich leider viel zu viele Menschen beeinflussen lassen durch die Medien. Entweder in die eine Richtung oder in die andere. Aber auch definitiv immer zu weit. Wobei die Medien jetzt ja wieder sagen, ja, die Mitte tendiert ja eher von der Vorliebe her nach rechts. Mhm. Habe ich kürzlich auch wieder irgendeine Schlagzeile gelesen, dachte ich mir so, okay, scroll weiter. Mhm. Ja, sehe ich nicht so. Also wie gesagt, für mich ist die Mehrzahl der Gesellschaft auf jeden Fall eher weder links noch rechts. Das sind beides Randgruppen. Ja. Ja, wobei so ein bisschen will den Medien jetzt nicht Vertrauen schenken, aber ich würde auch behaupten, so ein bisschen schrumpft das wirklich. Ja, durch die Situation, klar. Ja. Aber das sind dann die charakterlich nicht so gefestigten Menschen wahrscheinlich. Dann ist aber die Frage, das hatten wir im Dritten Reich schon mal das Problem. Wenn jetzt der Teil der Menschen, die mittig ausgerichtet sind, schrumpft, also die so einen Mittelweg dafür finden könnten, schrumpft, und die beiden anderen Seiten wachsen, entweder links oder rechts oder beide gleichzeitig, die Mitte wird sich dann nicht mehr lange halten können, weil sie sich immer sozialer gezwungen sehen wird, irgendeine Seite zu wählen. Mhm. Weil beide Seiten Druck ausüben werden. Ja. Nein. Doch. Also, ob es dir gefällt oder nicht, aber es ist so. Wird wahrscheinlich so sein. Nee, ich wurde gerade von der Spinne angegriffen. Ach so. Really? Oh, ein Wheelie? Ja, den kann ich auch. Ah. Really, Junge? Ich will erstmal mit schlafen gehen. Ja. Oh, es ist so eine Idee wert, ja. Ich lauf dann mal ins Dörfchen, ab durch dieses Tor, öffne mein Türchen. Ich werde jetzt wieder mal den Riegel vor. Wie weit bist du mit dem Haus, Jan? Ich muss auf Wolle fangen gehen. Okay. Auch Teppich und Bilder. Also ich werde mir jetzt eine Diamantspitzhacke machen und ein bisschen Obsidianfarben. Genau, und dann werde ich mal ein Geiler Portal Typ. Bauen. Ja, aber wo kommt das Portal hin? Das weiß ich auch nicht. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Na, oh, ein neues Rezept für deinen Unsichtbarkeitstrank. Cool. Das ist ja was Neues. Oh, ja, geil von gehört. Und ich werde mal einen Verzauberungstisch bauen. Oh, das ist gut. Ja, deine Brille. Ich weiß nicht, wo deine Brille ist. Tut mir leid. Aber geh mal suchen. Da hinten habe ich sie bestimmt gesehen. Da, wo du eben gerade die ganze Zeit schon rumgerannt bist. Da genau, will ich mal gucken. Genau. Ey, ich schwöre, Schaf, komm her. Ich rasier dich. Haben wir noch irgendwo ein Buch rumfliegen? Ich glaube, du hast mal welche geklaut. Ja, ne? In der Verzauberungskiste. Sind und tschüss. Tschö. Ich ciao, check ciao. Es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie viel Obsidian braucht man noch für ein Portal? Moment. Das sind drei...
6, 5, blablabla, Quatsch, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ne? 10 insgesamt, wenn du die Ecken weglässt. Ja, ich glaube auch. Und für den Verzauberungstisch, glaube ich, 4. Das heißt, ich brauche 14. Irgendwo hattest du doch schon mal Obsidian, oder, André? Nee, Obsidian hatte ich nicht. Also nicht abgebaut, aber schon... gefunden, ja, irgendwo. In den Tiefen der Höhlen. Dann nehme ich mal einfach einen Eimer Wasser mit. Wir brauchen mal dringend Schleim. Ich will Leinen bauen und Tiere mitnehmen. Ja, und wir brauchen Kolben. Mhm. Ich hab einen Kolben. Ich auch. Ja, solche Kolben meinte ich nicht. Ach so. Oh. Ich dachte, jetzt ist wieder Arbeit. Endlich kann er mal einsetzen. Nein, dann will er den nicht. Echt mal. Hi Bernd. Voll eingebildet, ne? Ja, irgendwie schon. Abgehoben bin ich. Ja. YouTube Money und so. Ja, ich glaube auch. YouTube Money. Stimmt. Weil wir so viel YouTube Money verdienen, André. Hat doch letztens einer unter die erste Folge von der neuen Staffel geschrieben. War ich das? Nee. Was hat er nochmal geschrieben? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Also einmal hatten wir einen richtig coolen Hater, den fand ich richtig niedlich. Und einmal hatten wir so einen Typ, der dann meinte, ja, macht ihr das hier aus Hobby oder nur für die Klicks? Ich dachte, Junge, das Video hat, damals hatte das noch nie mal 1000 Aufrufe. Überleg's dir, wofür machen wir das wohl? Machen wir das für 1000 Aufrufe oder machen wir das aus Hobby? Ja, vielleicht hat sie ein Clickbait-Thumbnail oder Clickbait-Überschrift. Also ich mach das eigentlich für die Klicks. Ich gehe jetzt regelmäßig in den Kopf und sag, ey, Bitch, mein neuestes Video hat 1000 Klicks. Und jetzt geh auf die Knie. So Standardspruch eigentlich inzwischen bei mir. Ja, okay. Ja, das okay, cool. Alles cool. Ja gut, das kann man ja, jeder mal macht das, wie er möchte, so, ne? Ja, ja klar. Und du, ne? Finde das eigentlich ganz legitim, so. Na klar. Ja, warum nicht? Das kann man machen. Boah, es dauert ja gar nicht lange, Obsidian abzubauen. Ne, und der zweite war so ein Hater. Warte, das suche ich mal eben raus. Das finde ich lustig. Ich lese es mal vor. Einmal war es auf der ersten Folge. Da hat er, glaube ich, nur geschrieben, was soll die Scheiße? Dann auch recht harmlos, wenn man auch gar nicht weiß, was meint er damit. Genau. Ja, was soll die Scheiße? Was? Hat er sich im Video verlaufen oder so? Ich habe keine Ahnung. Und dann, ich weiß leider nicht, in welchem Video das war. Ich glaube, so um 20 rum. Nee. Ha. 19. Nee. Ich glaube, es war älter. Älter als 20. Ich glaube, 18 war es. Ab 18? Ui. Geil. Diese Filme gefallen mir am 11. Ja, hier. Alex Schmidt heißt er übrigens. Okay. Ihr dummen Idioten. Macht nur Paluten nach und wollt nur Klicks. Verpisst euch von YouTube, ihr dummen Hurensöhne. Aha. So, André hat drunter geschrieben, ganz schön starke Worte für ein kleines Kind. Leute? Ja? Was ist das für ein Palast in der Wüste? Mit ganz vielen Leuchtfeuern? Denn da hast du wohl mal wieder eine Quest gefunden oder ein Secret. Okay. Schau's dir nicht an und hol uns. Okay. Nanu, wer ist denn dort? Hallo? Du musst die Geschichte noch weiter erzählen, Chris. Ja, dann hat André drunter geschrieben, ganz schön starke Worte für ein kleines Kind. Ich hab's mal versucht mit Argumenten. Ich meinte dann, wir machen schon seit über 2 Jahren Minecraft-Let's Plays, Paluten seit ein paar Monaten, also Let's Play. Der macht schon länger Minecraft-Videos, aber kein Let's Play, kein richtiges. Und ja, wir machen ihm total nach. Und dann meinte Alex wieder, der Schmidt, wer ist hier ein Kind? Du kleiner Spast, hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Wenn du 1 versus 1 mit einem Russen willst, dann nur zu. Total witzig. Oder meintest du, Einzelkampf oder was? Wenn du keinen Schiss hast, meinte Alex dann. Und dann Rocket League, Minecraft oder FIFA. Da hat er leider nicht mehr drauf geantwortet. Schade. Ja.
So, kommt ihr jetzt? Moment, warte, ich will noch ein bisschen... Ich will erst Obsidian sammeln. Okay. Ich bahne mir währenddessen schon mal den Weg zurück, ungefähr, wo es hingeht. Ja, Zombiefleisch. Oh. Brains. Brains. So, ich habe jetzt 9, ich brauche 14. Alex Schmidt. Ich habe mir in dem Moment überlegt, ob ich ein Video dazu machen soll, aber... Habe ich dann doch nicht. Okay, irgendwas ist jetzt bei mir. Ich mache mal einen Screenshot. Okay. Jo! It's run out of memory. Was ist denn los? This could be caused by a bug in the game or by the Java Virtual Machine not being allocated enough memory. To prevent level corruption, the current game is quiet. We've tried to free up enough memory to let you go back to the main menu and back to playing, but this may not have worked. Please restart the game if you see this message again. And again. Again, again, and again. Again. And again. And again. Okay, was? So. So, also ich wäre dann fertig, ne? Also ich könnte halt so. Ja, ich komme jetzt so. Ja, ja, ich bin ja auch hier. Ich bin ja kurz vor meinem Haus gewesen. Ich bin ja klar, ne? Das ist mal auf, weiß Bescheid, ne? Achso, ja. Ja, gut, ja, gut. Kannst du das nochmal wiederholen? Ne, okay. Okay. Oh, Gott sei Dank ist alles wieder gerade. Okay. Vor allem, wir können jetzt verzaubern und ich habe 30 Level. Das ist gut, oder? Ja, la Barrett! Ich bin hinter dir. Wo ist der Kretz? Du hast aber goldene Schüchchen an. Oh ja! Sind von Prada. Spasten. Wir haben die auch lieb. Ja, danke. So, wo ist der Kritzelot? Ich komme gerade hochgeklettert. Oh, kletter schneller. Ja, warte. So, ich bin da. Ich muss mal eben die Sachen noch wegpacken. Die sind zu wertvoll. Selbst der Bernd war vor dir da. Pack das einfach zu den Diamanten hier. Hab ich was Wertvolles? Nö, im Grunde so. Nicht. Kann losgehen. Folgt mir, tapfere Recken. Erstes Abenteuer. Nein, zweites. Oh, gegen Busch gesprungen. Ist gut losgegangen. Ohnmächtig geworden, liegt auf dem Boden. Ja, gut, lass mal warten. Sind wir bald da? Ich muss pinkeln. Oh. Ja, wir machen gleich Rast. Können wir jetzt Rast machen? Nein. Haben wir was zu essen dabei? Apropos. Ich will ein Eis. Ich will kein Hühnchen. Ich habe mein Kaninchen weggesnackt. Mag kein Kaninchen. Mein Kaninchen am Stock. Irgendwas ist mit Hasi los. Willst du mal einen richtigen Hasen sehen? Oh ja. Ein Palast. Alter. Damn, ist der groß. What the fuck? Vorsicht, davor sind Trittplatten. Ich weiß nicht, ob die was auslösen. Ach Quatsch, rein den Lachs. Ich habe schon viele Rollenspiele gespielt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Askanda. Marktplatz. Oh nee. Oh nee. Ah, guck mal, noch ein Berndriss und eine Katjanka. Was ist denn hier passiert? Ohne Kur. Gold, alles meins. Alter. Alles meins, alles meins. Ich weiß nicht, ob die damit einverstanden sind, wenn wir alles klauen. Alter, und hier, Dings. Alles meins. Brauchst du nicht Wolle? Ja, da es war tut was. Mir total leid, Katjanka. Quest 1, den Wurmbaden. Katjanka hat eine Quest für mich. Laber doch nicht vor, dass da den Wurmbaden steht. Doch, den Wurmbaden. Eins. Moin Jungs, ich hab euch lange nicht mehr gesehen. Würdet ihr mir eventuell beim Angeln helfen? Yes. Und den Wurmbaden. Catch Fisch. 0 von 3. Wurmbaden. Was hat denn Berntris hier? Berntris hat nix. Berntris steht da nur. Ist ja auch der nächste Faker hier. Oh ey. Echt mal. Okay, auf jeden Fall können wir hier mal die Wolle mitnehmen, oder? Aber Askanda hier, guck mal, steht hier mitten auf dem Bildschirm hier. Titel da oben steht auch Marktplatz Askandas. Über dem... Ja. Wie macht man das? Das weiß ich gar nicht. Hä, die Leuchtfeuer müssen wir eigentlich mitnehmen, aber das ist so gecheatet dann. Meinst du? Ja. Das können wir eigentlich nicht machen, oder? Können wir jetzt nicht einfach 4 Leuchtfeuer haben? Also eins für einen Leuchtturm.
Ich rede hier, André steht schon drin. Ja, komm, nimm mal mit. Nimm mal mit? Was soll der Geiz? Kann man das überhaupt mit einer normalen Spitzhacke abbauen? Sehen wir gleich. Ist das da unter Gold? Ja. Alter, ist das da unter richtig viel Gold? Das kann ich, das geht nicht. Das sind zigtausend Goldblöcke. Goldbarren. Hä? Ja und? Na gut. Das ist halt für den König, später im Palast. Das sparen wir jetzt auf. Ja. Das war unser erster Kreuzzug jetzt. haben uns Gold erbeutet. Aber ein paar Fische kriegst du trotzdem, die Katjanka. Ja, ein paar Fische kriegst du trotzdem. Wir klauen hier zwar zigtausend Barren Gold und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, aber einen Fisch können wir geben. Ich denke auch. So, hast du alles? Warum leuchtet das da noch? Ich habe eins. Oder zweite. Falsche Spitzhacke. Du hast nur eine Steinspitzhacke? Ja, richtig. Zu spät gemerkt. Ich regel das. Alles klar. Gold für den König. Wie viel braucht man für einen Goldblock? Ich glaube 9 Goldbarren, oder? Ja. Ja. Ich habe 36 Goldblöcke. Ich muss gerade mal gucken, wie viel ich habe. Du wahrscheinlich auch. Ich müsste 35 haben, ja. Krass. Herr Sayan hat nämlich einen zerstört. Grüße mir leid. Köpft ihn. Okay. Ab mit seinem Kopf. Hey, hey. Oh, wir haben ein Problem, es ist dunkel geworden. Hat jemand eine Angel dabei? Ihr seid so doof. Wieso? Weil ich nämlich ein richtig guter... Was war da drin? Roleplay-Gamer bin. Was war da drin? Na, da war noch eine Kiste versteckt. Ja, und was war da drin? Weiß ich nicht. Sag doch. Ich habe sie abgebaut, aber wurde alles zerstört. Ja, es war eine Redstone-Truhe und alles ist explodiert. Boom. Ihr seid richtig schlechte Roleplay-Spieler. Oh. Oh, guck mal, hier ist noch ein Angelplatz draußen. Und hier ist noch ein Zombie. Wir brauchen aber eine Angel. Dann bau doch mal eben eine. Ich habe keinen Faden. Also hier ist... Aber ich hab ganz viele Fäden. Ich habe 9 Fäden. Ja, dann kannst du eine Angel bauen. Ja, hast du eine Dings? Hast du hier Holzstöcke? Ja, hier. Ja, dann geh, pass auf, komm her, ich geb dir mal die Fäden. Da hinten ist doch noch was, da hinten. Ja, da will ich noch hin und da hinten ist noch was, das ist schon mal schön in der Lava. Jan, komm mit. Oh Gott. Warte, André. Hier liegt ganz viel Blut. Ach, und Watson. Wo seid ihr? Komm mal. Watson, nehme ich mit. Aua, ey, lass das. In die andere Richtung, wenn du rausgehst, direkt dran rum vorbei und dann auf der linken Seite sozusagen. Oh, ich bin nach rechts gelaufen. Ja, hier. Ah ja. Ich hab schon mal geguckt. Ups. Entschuldigung. Kollegen, zurück will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich hab kein Essen mehr. Hat jemand noch Essen, was man mir geben kann? Nein. Haben wir rausgeworfen? Rausgeworfen? Oh, hier ist ja Blut. Hat die Jungfrau, die in den Brunnen gefallen ist, ihre Tage gehabt? Keine Ahnung. Tschüss. Huch. Schalter. Warte. Ich will auch gucken. Ach du Scheiße. Schalter? Huch. Hä, wollen, wir, wollen wir alle drei einen Schalter betätigen? Ach nee, es sind 4 Schalter. 1, 2, 3. Ah! Oh. Hä, das war doch schon, es ist doch schon offen. Interessant, ja gut, dann gehen wir runter. Was haben wir denn hier? Noch ein Watson! Oh nein, was ist geschehen? Was war in der Truhe? Hm. Machst du denn da? Ist eine Truhe gewesen. Achso, ich verstehe. Was war da drin? Ich vermute, dass wir durch die Lava durch müssen. Nicht dein Ernst. Ich vermute es. Ah! Alter! Was ist denn jetzt passiert? Wo bist du? Chris, wo bist du? Ich antworte dich nicht, fick dich. Alter. Ich glaube, wir müssen durch die Lava reinlassen. Aber ich lebe noch, ihr könnt nachkommen. Chris! Wo bist du? Kannst du uns hören? Ruf mal zurück, wenn du noch lebst. Vor allem, das ist Obsidian geworden. Ich kann da nicht durch. Ich muss da durch. Warum ist das Obsidian geworden? Huch, Entschuldigung. Geh doch da mal weg. Entschuldigung.
Warum ist das bloß Obsidian geworden? Man ich weiß habe es keine nicht. Ahnung.